Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Star Wars Empire at War. Heute wieder mit dem Usern Wong at War Mod. Wir haben Montag und da habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen wieder die Mod-Vorstellung hier gemacht über diesen Mod. Wir spielen die Galaktische Allianz gegen die Usern Wong. Ich werde es vielleicht bereuen, aber ich habe die auf Mittel gestellt, nicht auf Einfach. Bei so Mod-Vorstellungen mache ich hier meistens auf Einfach, damit wir uns einfach die Sachen angucken können, genau. Jetzt bin ich hier allerdings vor einem kleinen Dilemma. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein A9 Vigilance Interceptor zu bauen. Das ist das Ding, was wir hier schon haben. Allerdings muss ich mich jetzt hier entscheiden zwischen der Rebel Alliance, dem Galactic Empire und dem Imperial Remnant. Ich mache mal die Rebel Alliance und wir gucken mal, wie viel das ist. Je nachdem, wie viel das ist, werden wir schauen, ob wir den Rest in andere Videos aufsplitten. Oder das alles in einem Video abhandeln. Was zur Hölle ist das hier? Lass uns da mal gucken. Einfach nur ein großer Asteroid. Okay. Hat keinerlei weiteren Nutzen für mich. Gut. Das da mal holen. Die CR90 ist jetzt eine Möglichkeit. Sehr schön. Und alles andere brauchen wir erstmal nicht. Danach holen wir uns hier das Upgrade. Du kommst hier hinten hin. Und die CR90, wo haben wir sie? Kommt hier rüber. Wie sieht die aus? Sehr, sehr schön sieht die aus, muss man sagen. Du fliegst auf jeden Fall hier hin, dass die User an Wong das hoffentlich nicht kriegen. Und wir sind jetzt hier bei fast 100%. Sehr schön. Und können jetzt hier ein DP-20 Gunship holen und Red Squadron. Interessant. Holen wir uns das DP-20 Gunship und direkt das nächste Upgrade. Jetzt wird hier schon gekämpft. Das ist interessant. Hier holen wir uns das Geld. Und hier holst du jetzt erstmal. Einmal schnell hier drüben. Komm schon. Das DP-20 Gunship muss auf jeden Fall... Ich hasse das, wenn die automatisch angreifen. Muss auf jeden Fall jetzt gleich hier hin. Dann können wir das, denke ich, auch schaffen. Und du greifst mal... Nee, du greifst die Jäger bitte an. Nichts anderes. Das DP-20 Gunship. Und hier holen wir unser eigenes... Oh Gott, gut. Das wird fertig gebaut. Großartig, viel mehr können wir gerade gar nicht holen. Du gehst da bitte mit drauf. Die CR90. Was greift da? Oh, der Turm greift da an. Interessant. Okay, hau du mal ein Stückchen ab hier. Hier auf Mittelschwer sind die deutlich aggressiver. Interessant. Das Tech-Upgrade ist fertig. Jetzt können wir einen Nibulon B noch dazu holen und ein CG-273 Gunboard, okay. Bisher ist es noch nicht so sehr Galaktische Allianz. Bisher ist es wirklich sehr viel Rebellen. Mein Turm kriegt das hier allerdings ganz gut hin, habe ich so das Gefühl. Geh jetzt mal hier drauf und mein Gunboat darf mal hier lang. Da haben sie aber auch schon die ersten Sachen. Du holst hier nochmal... Bisschen was. Und dann ist die Frage, was ist das? Gucken wir mal, ob das hier schon gut gegen ankommt. What the... Gehört die uns? Die Errant Venture? Kann ich die hier als Raumstation einnehmen? Was ist hier los? Okay, und das Ding wird hier von dem Kyong-Gai... deutlich angegriffen. Das ist nicht so schön. Interessant. Interessant, dass die Errant Venture hier einfach so im Hintergrund rumhängt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wegen der Map ist oder weil wir hier Galaktische Allianz gewählt haben und scheinbar ist hier das Kyong-Gai deutlich stärker als meine Fregatte. Oh nein, ich habe hier nichts geholt. Mein Jäger... Oh mein Gott, jetzt haben wir den. Kann der sich bewegen? Nee, kann er nicht. Okay, das sind die Schiffe, die wir sonst auch... Die wir sonst auch bei den Hunden gekriegt hätten. Was mit dem Gunship? Kannst du hier mal drauf gehen, bitte? Okay, das macht da fast gar keinen Schaden. Dann hau du mal bitte ab und wir holen uns hier die Mine. Damit wir auch da ein bisschen mehr Knete kriegen. Die C-130
XR90 wird hier fast vernichtet. Ich habe so das Gefühl, meine Schiffe machen überhaupt gar keinen Schaden. Na, ja, jetzt hier schon ein bisschen. Mach mal hier volle Angriffsstärke. Es gibt hier sogar eine Hardpoint-Brücke. Interessant. Aber dieses Kiongai kriegen wir so gut wie gar nicht vernichtet. Das glaube ich nicht so gut. Hier das auf jeden Fall holen, damit wir mehr Geld kriegen. Wartet mal, was ist... Ist das einfach nur ein Sensor-Pod? Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Laser-Defense-Satellite nicht mal ansatzweise seine Aufgabe übernimmt. Nehmen wir mal einen A-Wing und gucken, ob der hier ein bisschen was reißen kann. Da kommen die nächsten. Meine Güte, ich hätte es vielleicht nicht auf mittelschwer stellen sollen. Das ist mein DP-20-Gunship, was so gut wie zerstört wird hier. Aber wichtig ist ja erstmal, dass wir die ganzen Schiffe zu Gesicht bekommen, die wir hier haben können. Holen wir uns den A-Wing hier rein, der hoffentlich ein bisschen was hier gegen die Jäger machen kann. Mal schauen. Wir haben einen MC-40A-Kreuzer und einen Quasar Fire. Holen wir uns beide. Und dann auf die nächste Stufe, bitte. So, gegen den hast du hoffentlich ein bisschen besser... Was ist hier los? Warum kann niemand dieses Schiff vernichten? Weil dieser Laser Defense Satellite hat meine Schiffe definitiv auseinandergenommen. Quasar Fire ist klar, kennt man ja aus den verschiedensten Sachen. Und MC-40A war, glaube ich, auch irgendwo im Hintergrund in Episode 6 mal zu sehen. Allerdings nicht wirklich gut. Beides relativ kleine Schiffe. Und auch mehr Neue Republik als alles andere, aber in Ordnung. Mal gucken, wie viel die MC-40A hier vielleicht reißen kann. Kannst du? Ja, die kann das Schiff da vernichten. Das sieht doch mal deutlich besser aus. Sehr... Oh, doch, vernichtet. Sehr gut. Geh mal hier drauf. Hä? Jetzt fliegt die doch? Die Errant Venture? Ist das Spiel abgestürzt? Nein. Oh, die haben einfach nur ein Riesenschiff reingeholt. Okay. Soweit bin ich noch nicht. Oder haben wir doch... Oh, haben wir doch schon. Wir haben die Möglichkeit, die Home One zu holen und die MC-80 Liberty. Nehmen wir zuerst die MC-80 Liberty. Und dann in Richtung Home One. Die Errant Venture darf gerne auf das Mi-Drock gehen. Kannst du jetzt mal hier den Turm vernichten? Kann die MC-40A scheinbar nicht. Das ist nicht so gut. Aber es geht mir hier auch... Wie schon öfter gesagt, nicht drum zu gewinnen, sondern alle Einheiten vorzustellen. Wir machen extremst wenig Schaden gegen dieses Meat Rock. Danach noch die Home One reinholen. Schauen wir mal. Mon Calamari Cruiser gegen dieses Yuuzhan Vong Schiff mit der langen Zunge. Wir verlieren ordentlich Schilde und das Ding verliert irgendwie gefühlt kein Leben. Doch, da, jetzt kann man sehen, dass es Leben verliert, aber... Halt verdammt wenig. Und ich glaube großartig viel mehr, die Errant Venture. Ja, da können wir die Sachen, die ich schon in der letzten Woche, letzten Montag vorgestellt hatte, noch holen. Ich meine, cool, dass die hier auf der Map ist, aber auch schön, dass die so modifiziert wurde. Ist die erste Errant Venture, die ich jetzt so auch als Errant Venture erkennen würde, mit Abstand von dem von der roten Farbe da dran. Aber schön, dass die hier so viele verschiedene Hangars und so noch mit dabei hat. So, holen wir uns nochmal Mr. Fischkopf rein. Boah, der hat viele Hardpoints hier, würde ich mal sagen. Ohohoho! Da geht auch ordentlich die Luzi ab hier. Mit den Turbolasern. Vernichtet. Das sieht ja wirklich so aus, als würde es bluten. Oh, widerlich. Absolut widerlich. Aber ich würde sagen, damit haben wir alle Schiffe. Ich meine, komm, lass uns Red Squadron nochmal reinholen. Ich nehme an, dass es in Richtung Rogue Squadron geht hier auch. Weil zum Zeitpunkt der Galaktischen Allianz, müsste das Ganze ja auch schon Neue Republik sein und nicht mehr Rebellen. Aber gut. Sind X-Wings. Was ist das hier? Call for Wingman. Okay, interessant. Kommt, ihr beiden hier rauf. Red Squadron ist wahrscheinlich... Pff,
jetzt schon vernichtet. Okay, interessant. Könnt ihr hier das vernichten? Aber ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal die Truppen des Imperiums und der Imperial Remnant an. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel Zeit verbraucht hier. Und dann gucken wir mal, wie die hier so drauf sind. Bis gleich. Gehen wir mal auf Beginn. So, ich habe mal eine andere Map genommen, weil das sah zwar gerade cool aus, aber es war dann teilweise doch ein bisschen unleserlich. Wir holen uns hier ein paar mehr Jäger. Ich habe es weiterhin auf mittlere KI, damit es vielleicht ein bisschen interessant bleibt und wir auch die ein oder andere Schlacht sehen können. Ich möchte aber trotzdem gucken, dass wir die Dings Hoheit hier haben. Hoheit. IPV holen wir uns als erstes auf jeden Fall. Komm schon. Aber gut, wir haben schon den nächsten Jäger. Hallo, komm noch rein. Danke. Das IPV wird dann auf jeden Fall mit nach oben gehen. Und hier haben wir auch nirgendwo die Chance, einen Turm zu bauen. Als nächstes auf jeden Fall das Upgrade. Und du hier lang. Hier noch einen hin. IPV nach hier oben. Und ihr schön weiter in die Richtung. Oh, da bauen sie schon was. Das ist nicht so gut. Schauen wir mal, dass wir vielleicht zwei weitere Jäger... Oh, hier bauen sie auch was. Holen wir das IPV mal schnell rein. Das dürfte ganz gut gegen Jäger kämpfen und gegen Jäger helfen. Hoffe ich zumindest. Du baust das hier und dann kommst du auch hier lang. Das ist mein Jäger. Der Jäger darf mal hier drauf gehen. Und du versuchst das zu vernichten, bevor es gebaut wird. Wird wahrscheinlich ein bisschen was dauern, aber dann haben wir noch ein A9 Vigilance. Die brauchen lange, um zu bauen, dafür, dass es Jäger sind. Was können wir denn hier? Bayonet Class Corvette. Holen wir uns auf jeden Fall. Oh, und wir können die 181. holen. Aber auch das nächste... erstmal das nächste Geld-Upgrade und dann das. Du vernichtest das bitte weiterhin. Das ist das IPV, das geht da weiter drauf. Nächsten... Ah nein, Vigilance, dass wir hier auch wirklich... wer bist du? Geht vielleicht hier drauf. Und hier drauf. Das wird jetzt hier auch von drei Jägerstaffeln angegriffen, das ist gut. Haben wir die ganze Map jetzt freigelegt? Scheint so. Die haben die sich noch gar nicht geholt. Interessant. Komm, schafft das IPV hier mit zu mischen. Dass unsere Jäger vielleicht nicht die ganze Zeit vernichtet werden. Und hier, ist schon im orangenen Bereich. Das Gunboat darf dann auch hier oben eingesetzt werden, dass wir hier oben die brechen. Fände ich ganz gut, wenn das vernichtet wäre. Machen wir ein bisschen schneller. Das Gunboat können wir uns angucken. Nettes kleines Design. Was? Oh mein Gott, die kann das Seismic Charge raushauen. Einfach nach hinten so? Okay. Als Jägerverteidigung habe ich noch nie, auch in einem Mod noch nicht, bei einem Großkampfschiff gesehen. Sehr interessant. Hier vernichtet das hoffentlich. Oh. Oh, oh, oh. Die 181. darf hier mal mitmischen. Und unsere Dings hier schützen. Unsere Asteroiden. Einer von euch fliegt mal hier hin. Das ist IPV. Mach mal volle Feuerkraft. Habt ihr das jetzt da endlich vernichtet? Noch nicht ganz, okay. Aber bald. Und die 181. natürlich die Elite-Sternjäger. Hallo. Ich würde euch gerne auswählen. Greift die bitte an. Haben die auch rote Streifen an der Seite? Die haben rote Streifen an der Seite. Wunderschön. Jetzt geht's richtig los. Das nehmt ihr bitte ein. Guck mal hier rüber. Super aggressiv sind sie jetzt nicht, weil sie auch hier drüben die Sachen nicht eingenommen haben. Oh, jetzt kommen sie aber, glaube ich, hier runter, oder? Ja, doch nicht. 181. nimmt Schaden, aber kümmert sich. Laggt ein bisschen. Holen wir direkt das nächste. Und wir können hier eine Victory 2 Frigate holen und eine Lancer-Klasse. Sehr schön. Die Victory 2 wird mal direkt gegen diesen Turm gesetzt. Oh! Die bringen quasi gleichzeitig ein Schiff. TIE Defender sind jetzt auch möglich. Gehen wir zuerst auf
Laser Defense. Okay, geh nicht zuerst auf den Laser Defense Satellite. Da wird die Victory 2 Frigate hier ordentlichst angegriffen. Das gefällt mir nicht so. Die wird wahrscheinlich vernichtet. Aber die macht Schaden. Immerhin. Mach mal hier deinen Schaden und mach deine vollen Schilde. Okay, das war's mit deinen Schilden. Die Lancer. Oh! Die 181. ist vernichtet worden und die Lancer muss jetzt hier mal schön eingreifen, bitte. Oh mein Gott, wird die weggebombt. Aber das ist endlich mal eine effektive Lancer. So muss für mich eine Lancer aussehen, bitte. Tech Upgrade 4 haben wir. Was ist das? Ein Ton Falk. Und ein Vindicator. Okay. Nehme ich beides gerne. IPV darf hier rüber. Boah, die Lancer haut hier alles weg. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass eine Lancer sich anfühlt wie eine Lancer. Wie beschrieben in den verschiedenen X-Wing-Romanen und so. Die hat hier wie viele? 5, 6, 7 Staffeln an Sternjägern mal eben weggehauen. Nochmal. Ich will es nochmal sehen. Ah, oh, guckt euch das an. Du solltest auf die draufgehen und nicht an denen vorbeifliegen. Blöde KI, aber egal. Oh. Gerade erst gebaut, jetzt vernichtet. Das ist natürlich schade. Aber. Die nächste Lancer, bitte. Die macht das doch so schön. Den Ton Falk. Ebenfalls ein so schönes Schiff. Da bin ich mal gespannt, inwiefern sich die Imperial Remnant vom Imperium unterscheiden wird. Und ich bin, ich finde es komisch, dass wir noch keinen Victory-Sternzerstörer gesehen haben. Aber würde mir vorstellen, dass wir das dann bei der Imperial Remnant sehen. Lass uns mal gucken, wie der Vindicator hier... der haut aber ordentlich viel mehr raus als die Victory 2 Frigate. Das ist jetzt mal ein Großkampfschiff hier. So muss das aussehen. Ja, komm, ich will das nicht von unten sehen. Ja, so sieht's doch besser aus. Sehr, sehr schön. Hau das da weg. Die Lancer und die kommt nochmal ein Stückchen näher. Der Ton Falk-Träger, der hat seine Jäger und Bomber hier rausgeholt. Sehr gut. Oh, aber dafür, dass du hier direkt davor stehst, wie lange brauchst du denn, um das da zu vernichten? Meine Güte. Ich nehme an, dass wir jetzt als nächstes noch einen Sternzerstörer kriegen und das war's. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Das könnte natürlich auch sein. Müssen wir mal gucken. Hier verlieren wir auf jeden Fall bald wahrscheinlich ein bisschen mehr, als mir sonst lieb ist. Das Ding steht immer noch! Wie kann das sein? Und die schießen da mit guter Artillerie auf mich drauf. So, das Upgrade ist durch. Darth Vader mit der Devastator, aber ist halt auch ein Sternzerstörer einfach nur, ne? Und den Imperium 1-Klasse Sternzerstörer. Okay. Oh, das Ding dürfte gleich Schrott sein. Sehr schön. Oh mein Gott! Ein Avec Lilunu. Machen wir da Schaden? Bisschen. Jawohl. Das Ding ist gleich vernichtet. Meine Güte. Du bist besser, als ich dachte. Da kriegt man aber ordentlich was für sein Geld. Wie teuer ist der? Okay, immerhin 4.300. Aber trotzdem. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt den Sternzerstörer hier reinholen. Meine Güte, hat das hier... Artillerie-Kapazitäten. Aber da kommt der Sternzerstörer. Wunderbar. Wird er uns hier jetzt langsam aber sicher gezeigt, wie in Episode 4? Jawohl, da schwebt er direkt über uns drüber. So muss das. Wollen wir denn noch was zum Angreifen? Oh mein Gott, man kann da nicht mal mehr die Leben sehen. Interessant. Komm, jetzt will ich aber auch sehen, wie der Sternzerstörer hier angreift. Oh mein Gott, ist der langsam. Aber der Vindicator hält sich. Der hält sich gar nicht so schlecht bisher. So. Da, durch den grünen Rauch kommt der Sternzerstörer angeflogen. Die imperiale Macht gegen die Yuuzhan-Vong. Jawohl. Und wo schießt er denn hier? Oh, da. Der warme Vindicator da hinten. Gehen wir hier drauf. Und dann brauchen wir natürlich noch gleich die Imperial Remnant. Ja komm, kannst du nicht... Oh, er kann es nicht. Er muss jetzt hier einmal drumherum. Wir können es nicht mal angreifen.
Aber da muss er einmal drumherum. Aber ich würde sagen, wir haben ganz gut rausgefunden, was man hier so als Imperium... Oh, das Ding blutet wieder. Als Imperium bauen kann. Lasst uns jetzt mal gucken, was die imperialen Überbleibsel können. Bis gleich. So, wir haben wieder gestartet. Wir nehmen Imperial Remnant, aber diesmal war ich irgendwie zu blöd. Ich habe meine Start-Credits nicht auf 12.000, sondern auf 8.000 gelassen und es ist jetzt auch wieder leichter Gegner. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, werden wir schon hinkriegen. Hier ist es direkt eine Imperial Customs Frigate. Und wir schnappen uns einen hier, aber hier scheinen sie auch längst nicht so aggressiv zu sein. Du fliegst... Oh, doch, da sind sie. Machen wir die Customs Frigate hier rüber und das nächste Tech Upgrade. Du hier lang. Sind sie jetzt hier? Ja, da sind sie. Aber die Customs Frigate ist ja mit dabei. Und wir sind zu zweit, also mit zwei Jägern gegen einen Jäger. Da würde ich hoffen, dass das ausreicht. Komm, du kommst mal zurück und... Okay, haben wir sogar schon eingenommen. Perfekto. Und wir können... auch einen TIE SC oder einen Praybird bauen. Praybird passt sogar. Passt zu der Beschreibung der imperialen Überreste in Legends. Schöne Liebe zum Detail. Das Upgrade ist fertig. Das heißt, wir können einen Tartan-Patrouillenkreuzer holen. Ziemlich unnütz, aber naja. Und Glaive Squadron. Okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und holen den Tartan hier hin. Mal sehen, ob der genauso gut ist wie die Lancer. Macht auf jeden Fall Schaden. So, schnell einen Schluck drücken. Meine Güte. Getrunken, wollte ich sagen. Glaive Squadron sind TIE Defender. Oh, und schön rot. Das sieht ja schön aus. Mal sehen, die will ich dann jetzt hier nicht auf die Jäger schicken. Fliegt mal in die Richtung hier. Dann können wir gucken, was ihr so hinkriegt. Okay, ja, und jetzt mit der leichten KI ist es jetzt nicht mehr so eine große Herausforderung. Klar, die greifen jetzt hier an, aber das ist halt nicht mal ansatzweise schwierig abzuwenden. Wir holen direkt das nächste Tech Upgrade, was soll's. Und haben ein Imperial Escort Frigate und ein Broadside Kreuzer. Okay. Beides Einheiten, die ich auch sonst einfach beim Imperium vermutet hätte. Aber gut, was bist du? TIE TB? What? Kennt man die irgendwoher? Die sagen mir gar nichts. Was seid ihr? Raketenwerferplattform scheinbar. Okay. Interessant, ja, passt. Passt zum Imperium. Und halt hier den Escort Carrier. Den Broadside-Kreuzer hätte ich ganz gerne. Wir nehmen direkt Upgrade zu Stufe 5. Und wir haben hier den Vindicator und den Immobilizer. Schön. Holen wir uns beide rein. Broadside. Sehr gut. Genauso wie er aussehen sollte. Flieg mal hier in die Richtung. Du kannst mal auf die Mine gehen. Und dann sind wir jetzt gleich bei Stufe 5. Die Hälfte haben wir schon durch. Interdiktor. Interessantes Zeichen für einen Gravity Well Projector. Aber sieht auch sehr schön aus, dieses Schiff. Du darfst auch mal in die Richtung fliegen, aber der Unterschied zwischen leichter und mittelschwerer KI ist halt schon ein großer, ne? Die bauen nicht mal mehr irgendwie Einheiten oder so. Wir können die Chimäre bauen und einen ISD-2. Holen wir doch direkt die Chimäre. Macht jetzt auch nicht so einen großen... Oh mein Gott, wir können die wahrscheinlich nicht mehr reinholen. Wir können sie nicht mehr reinholen. Da müssen wir jetzt wohl irgendwen in den Tod schicken. Wahrscheinlich irgendwas Kleines lieber. Euch. Und... Customs Frigate, würde ich hoffen, dass die dann nicht mehr lange durchhalten. Der Broadside-Kreuzer wird vielleicht vernichtet. Das Ding schießt nicht mal zurück. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich würde hoffen, dass jetzt irgendwas vernichtet wird. Ah, jetzt können wir reinholen. Okay, irgendwas ist vernichtet worden, dass wir die Chimäre reinholen können. Sehr, sehr schön. Greift das mal an, Mr. Schnauzbart. Das ist auch... Ah, da haben sie jetzt auch... Ihr erstes Großkampfschiff. Was ist das hier? Proximity Minefield. Hau das mal da rein. Und Mr. Schnauzbart darf da auch drauf schießen. Sehr, sehr schönes Schiff. Komm, schauen jetzt hier rüber. Was haben wir? Praybirds und Missile Boats. Assault Gun Boats, okay. Death awaits them. Auf jeden Fall.
Wunderschönes Schiff. Schöner Mod. Allerdings, glaube ich, war es das an Sachen, die wir hier entdecken konnten. Ja, kommt, ihr dürft auch mal angreifen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr noch andere Mods kennt, die ich hier noch nicht behandelt habe, oder die Updates hatten, von denen ich noch nichts weiß, wozu ich mal Videos machen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lese ich mir alles durch. Vielleicht kommen dann dazu in Zukunft Videos. Und ja, das war's für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.